Hey Leute, weiter geht es mit einer neuen Folge meiner Roomtour, meiner Burg in Conan Exiles. Wir können hier schon sehen, dort hinten ist sie. Leider kann ich sie nie von einer Perspektive ganz zeigen. Das ist das Blöde. Aber wir beginnen heute mal, indem wir uns sie von außen angucken und dann gehen wir gleich rein. So sieht sie von dieser Seite aus. Jetzt gucken wir etwas von Westen rauf. Hier noch mal ein bisschen weiter nordwestlich. So, hier gucken wir jetzt ziemlich weit aus nördlicher Richtung rauf. Jetzt können wir zum Beispiel die Mauer im Westen nicht mehr erkennen, aber jetzt erkennen wir den Turm da hinten auch schön. Und da hinten die Treppe nach ganz oben. Und hier sehen wir sie jetzt ein bisschen weiter nordöstlich. Da können wir noch ein weiteres Gebäude erkennen. So, dann gehen wir mal hin. Das ist ganz geil, dass man halt so nah auch ranzoomen kann hier im Charakter und dann wieder so weit weg. Weil ich spiele halt sehr gerne in Third Person. Aber das Kampfgeschehen ist auch ganz geil in First Person. Allerdings sind die Animationen denn anders. So, hier ist das Schild. Betreten der Baustelle verboten. Ist halt noch eine Baustelle. So, von innen, wie gesagt, es sieht immer noch sehr nach einer Baustelle aus. Ich habe hier schon zwei Sklaven. Hier habe ich jetzt mit dem Wachhaus angefangen. Ich habe mir jetzt überlegt, ich werde nicht komplett Fundamente setzen. Weil das sind halt viele Ressourcen. Ich werde wirklich so eine Fundamente hier außenrum setzen und innen drin mache ich dann einfach nur diese Decke rein. Das habe ich da hinten bei den ersten Bauten nicht gemacht. Und hier kommen natürlich auch noch überall Fundamente hin. So, wir starten mal hier oben. Hier ziehe ich halt auch irgendwann noch Fundamente hoch. Denn ich werde auf dieser Klippe, da werde ich dann auch irgendwann noch einen Aussichtsturm machen. So, hier sind natürlich auch Zäune, damit keiner runterfällt. Das Blöde ist hier. Ich muss das irgendwann nochmal umbauen, ein paar Zäune wegnehmen, weil die schießen immer mit dem Bogen gegen Zäune. Oh, das ist eine Spinne. Deswegen habe ich den Typen auch hier oben hingesetzt. Das ist auch erstmal improvisiert, weil der schießt mit der Armbrust aus der Hüfte und die Pfeile gehen halt immer gegen Mauern. Das ist scheiße. Das ist ein bisschen blöd, dass man denn stellenweise die Zäune weglassen muss. So, also das Wachhaus wird hier gebaut. Hier beim Wachhaus. Hier kommt noch ein kleiner Balkon hin, dass man noch da hinten hingucken kann. Und hier können sie dann rauslaufen, wenn Alarm ist. Dann können sie sich hier gleich, dann können sie hier rauflaufen. Und dann können sie hier auch runterlaufen, die Wachen. Oder ich auch, wenn ich mal spazieren gehe. Ja, und dann haben wir ja hier oben die Mauer bis nach dort hinten. Dann kann man hier auch runter. Wir laufen mal die Mauer entlang. Ja, das erste Gebäude habe ich jetzt auch hochgezogen. Hör, wird's nicht? Da ist die Treppe nach oben. Die Fundamente hier werden natürlich auch noch erweitert, unten alle. Ich will mal überlegen, ob ich hier an der rechten Seite auch immer noch einen Zaun mache, damit man gar nicht mehr runterfällt. Und ich werde irgendwann wahrscheinlich, hier geht's natürlich runter, immer noch stellenweise ein paar Pfeiler setzen. Obwohl, wenn die Stabilität nicht gewährleistet ist, dann wird man wohl gar nicht erst die Dinger setzen können. So. Dann gehen wir hier hoch. Ey! Ja. Wegen ein so ein Todesleck bin ich letztens in den Tod gestürzt. Von ganz oben runter natürlich. Nee, von der einen Mauer, von der nächsten Mauer. So. Hier kommt man dann in die Werkstatt. Über die Mauer. Ja, hier haben wir halt unsere Sachen. Das habe ich in der ersten Folge gezeigt. Das muss ich jetzt nicht zeigen. Hier ist eine Decke. Die Deckenhöhe finde ich so besser, weil man kann natürlich einen Stockwerk runter machen. Aber dann finde ich das immer so niedrig. Und das ist in Third Person sehr nervig. In First Person ist es dann eigentlich relativ egal. So, hier ist natürlich der Haupteingang zur Werkstatt. So. Dann gehen wir hier hoch. Hier muss ich noch eine Decke setzen, die hat noch nicht reingepasst. Oder ich muss ein Fundament setzen. Hier gehe ich jetzt nicht runter, sonst komme ich nicht mehr raus. Weil hier habe ich halt auch Fundamente gesetzt. Hier können wir sehen, hier habe ich nur Decken reingesetzt.
Hier habe ich auch nur Decken reingesetzt. Erzähle ich euch auch noch, warum. Da gehen wir noch nicht rein. So, und dann haben wir ja hier... Hier kommen auch keine Türen rein. Das sind einfach nur Durchgänge. Denn das ist ein Durchgang. Hier kommt man denn auf diese Mauer. Und da bin ich halt noch am Bauen. Hier haben wir noch einen kleinen Balkon. Kommt noch ein paar Tische drauf. Hier kann man hier grillen oder so. Und dann kommt man von hier natürlich auch... Das hier wird jetzt erstmal mein Schlafgemach. Hier. Ein Bett habe ich immer noch nicht, weil das mit den Skillpunkten verteilen, das ist echt eine Herausforderung eigentlich. Ich versuche schon immer das Wichtigste freizuspielen, aber irgendwie sind die, hat man so wenig Punkte zur Auswahl. Hier kann man auch nochmal hoch, keine Ahnung warum. Und Fenster mache ich immer, damit halt viel Licht reinkommt. Komplett. Im ersten Stock, zweite Reihe mache ich dann immer dicht. So, und dann können wir hier auch nochmal hoch. Nach oben. Können wir hier auch schon runter gucken. Die schwarze Mauer. So, und dann... Weil den Aufgang wollte ich natürlich dicht machen, ne? Damit es nicht reinregnet. Aber dafür kann man denn hier auch nochmal hoch. So, das ist jetzt bisher der höchste Punkt meiner Hauptfestung. Guck nochmal runter hier. So. Da können wir da halt sehen, ne? Da ist der Eingang. Das im Bau befindliche Wachhaus. Die Mauer. Nochmal. Ist da jemand? Hallo? Da hinten ist jemand. Hallo? Der hört mich nicht. Hallo? Hallo? Naja, ich wusste doch, ich habe da jemanden springen hören. So, also das hier wird... Da kommt denn das nächste Wachhaus hin. Oder da oben auf jeden Fall. Die Mauer zieht sich jetzt von dort bis nach da hinten. Da gehen wir jetzt mal hin. So, dann gehen wir hier die Mauer entlang. Ah! Hier muss ich jetzt aufpassen, hier baue ich ja noch. Ne, hier sind nämlich noch keine Zäune. So, und hier, das wird auch ein kleines Wachhaus. Für die Wachen halt, die hier stationiert sind, damit die nicht immer so weit laufen müssen. Ne, da kommt auch noch kein Stockwerk höher jetzt, da kommt dann sofort ein Schrägdach rauf und fertig. Ist natürlich geil, wenn man so hoch baut, aber ich will gucken, dass ich das auch alles in Grenzen halte hier. Ich kann ja irgendwann nochmal umbauen. So, da oben endet erstmal die Mauer, aber wir können hier runter. Wir können hier runter. Hier ist natürlich The Wheel of Pain, damit ich die Sklaven bändigen kann. Und hier werde ich noch ein paar Fundamente setzen, ansonsten auch Decken. Mal sehen, wie die Stabilität hier dann gewährt. Also das hier wird ja denn... Weil ich will ja hier die Klippen auch noch so mit Gebäuden versehen, damit ich da dann irgendwann mein Schlafgemach und so reinpacken kann. So, aber wir gucken mal hier hin. Denn hier habe ich meinen Kerker gebaut. Also wer sich nicht benimmt, ne, kommt hier rein. Hier muss man sich sogar ducken. Das sollte schön alles eng und beklemmt sein. Ja, das ist mein Kerker. Das ist halt das Coole, was mir denn so eingefallen ist. Hey Mensch, ich habe doch noch ein bisschen Platz hier. Ja. Vielleicht mache ich hier auch noch eine Tür hin. Dass das hier der Gang nach unten ist. Und... Dann kommt hier noch eine Tür hin. Und dann wird das hier der Kerker. Oder ich mache zwei Kerker. Hier kommen denn noch... Ja, da muss ich wieder so viele Fundamente setzen. Und das will ich eigentlich nicht. Hier kann ich jetzt, glaube ich, keine Wände setzen. Müsste ich mal ausprobieren. Sonst würde ich hier noch Wände hinsetzen. So. Bis und dann hier eine Tür rein. Und dann hier eine Tür rein. Dann habe ich halt... Oder hier die Tür. Dann habe ich halt hier
einen großen Kerker und hier dann einen kleinen. Mal sehen. Das mache ich aber irgendwann. Das macht halt alles so einen Spaß, Leute. So, hier muss man raufspringen und dann ducken. Natürlich auch dicht gemacht. So. Dann haben wir hier noch einen Raum. Das hier wird das Gästehaus. Hier, hier haben die Leiharbeiter wieder gefuscht. Ne? Die Mauer ist falsch eingesetzt. Aber die will ich ungern rausreißen. Aber ich glaube, die hält. Weil das Stück da oben durch die Decke da gehalten wird. Ja, das hier ist ein Gästehaus, ne? Natürlich noch nicht eingerichtet. So, und dann gehen wir mal nach oben. Mal sehen, wie weit ich hier die Fundamente noch ziehen werde. Ob ich hier irgendwann noch eine Tür reinziehe. Also hier kommt auf jeden Fall noch ein kleiner Aussichtsturm hin. Und dann kommt hier vielleicht noch eine Tür hin. Und dann kommen wir hier nach oben. Und von diesem Fundament aus hier geht die ganze Treppe durchgehend nach oben. Ich hoffe nicht, dass es demnächst irgendwie kaputt ist oder so. Dass die Server zurückgesetzt werden. Weil danach suche ich mir den Server, wo mehr XP oder doppelte Farming-Menge ist, weil das dauert sonst wirklich schon ewig. Mittlerweile habe ich ja endlich den Eisenpickel und die Eisenaxt, dann geht das Farmen ein bisschen länger, dann kommen doppelte Ressourcen raus als bei dem Steinwerkzeug. Ja, ich könnte natürlich da noch den Turm richtig hoch machen, um das richtig prollig aufzusetzen, aber warum? So viele Leute habe ich hier ja gar nicht. Wir können das ja so eine kleine Stadt machen, da können wir irgendwann 30 Leute drin leben oder so. Ja, das hier ist auch nur provisorisch, damit ich die Treppe setzen konnte. Das reiße ich irgendwann alles hier ab. Also wenn ich hier die Klippe hochgehe, von den Fundamenten da unten aus, will ich ja die Klippe hier auch noch bebauen. Dann wird nach und nach diese Treppe hier alles abgerissen. Ist natürlich ein bisschen blöd, deswegen werde ich hier auch erstmal nicht bauen. Denn von die Treppe hier, wie gesagt, die geht ja von den Fundamenten dort unten bis hier. Ja, und dann haben wir hier die Mauer. Weil hier oben kommt ja dann mein Dornröschenturm rauf. Und irgendwann werde ich mich dann hier zur Ruhe setzen. Dann habe ich hier eine Mauer gezogen. Dass man keine Möglichkeit hat, von hier auf dortige Klippen zu springen, denn eventuell könnte man diesen Sprung, diese Höhe noch leicht überleben. So. Hier mache ich dann wohl auch noch einen Zaun hin. Man weiß ja nie. Aber wie gesagt, das kommt dann als letztes. Hier oben, dass man dann auch noch langlaufen kann, da kommen dann auch noch Sklaven rauf. Hier kann man denn auch, hier soll man denn auch noch hochgehen können. Privatgrundstück betreten verboten. Ja, so sieht das von hier oben aus. Von der rechten Seite kann man eigentlich nicht kommen, aber das ist erstmal so nebensächlich. Dann werde ich halt auch noch erweitern bis nach dort vorn. Dass ich halt diese Klippe da eine Mauer lang ziehe da oben. Dann kann man wirklich gar nicht mehr raufkommen hier. Dann habe ich eigentlich nur zwei Eingänge. Hier oben, vom Arsch der Welt. Ja. Natürlich können die Leute da... Nee, da kann man nicht langlaufen. Naja. Wir gehen nochmal runter, um uns eine Totale zu gönnen. Und ich frage mich ja, je mehr ich in diesem Gebiet baue, desto mehr muss, glaube ich, auch mein Rechner kämpfen, um das alles aufzubauen, oder? Da oben muss ich auch noch hin. Ich muss gucken, ob ich da mal eine Treppe hinbaue, weil da ist so eine Steintafel, da wird wieder was vorgelesen.
So sieht das von oben aus. Und ich muss mir unbedingt demnächst mal, ich muss wieder auf Sklavenfang gehen. Ich brauche unbedingt einen Performer, dass ich halt auch mal in die Höhlen, tiefer in die Höhlen vordringen kann, damit danach wieder die Verdammnis weggeht. Also mir werden hier 60 FPS angezeigt, aber irgendwie läuft das halt nicht so schön. Ja, das war's. Das war Update Nummer 2 meiner Burg. Ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr Conan Exiles auch spielt, ob euch das Bauen so viel Spaß macht wie mir. Also das Bauen macht mir extrem viel Spaß. Es kostet natürlich sehr viel Zeit. Und natürlich will ich trotzdem noch die Welt erkunden. Meinen ersten Sklaven habe ich sehr weit schleppen müssen. Da bin ich farmen gegangen und dann dachte ich mir, ach Mensch, da sind nur zwei Sklaven. Den einen haue ich kaputt, den anderen klaue ich mir. Ja, und dann habe ich den bis hier hingezogen. Es hat eine Weile gedauert. Ich habe 1000 Gefahren, musste ich überstehen. Also. Dann sehen wir uns beim nächsten Update und beim nächsten Abenteuer vielleicht. Oder auch beim nächsten Livestream. Würde mich freuen, wenn ihr dann wieder dabei seid. Bis dann. Ciao.